Joa, Leute, da sind wir wieder. Die Marylow und der Döskop zu Ankh 2. Und ich sehe schon, wir haben voll die Action im Chat. Der Hustende mal hat Erster geschrieben und myself, die alte Ratte, als Chat-Admin, hat es einfach gelöscht und selber Erster geschrieben. Okay, so Also, kann man es auch machen. erstmal willkommen an Hustende mal und myself. Danke, dass ihr schon Hallo? gleich am Anfang dabei seid. Ist ja herrlich, ey. Der hat einfach gelöscht. Wir waren gerade stehen geblieben am Anfang von Kapitel 2. Ja, wir spielen jetzt, glaube ich, wie heißt die? Ich will immer sagen Thalia, aber das ist ja der Bücherladen. Tanja? Nee, wie heißt die? Tara. 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 Wir spielen jetzt die Tara und die Kiffer. Die Gang. Die Thalia. Ja, ich weiß nicht. Klingt besser, finde ich, als Tara. Ja. Nimm verdorrte Topfpflanze, immer her damit. In dem Topf steckt eine vertrocknete Pflanze. Können die Kiffer mir bestimmt einen Joint drehen? Vielleicht wächst ja ein bisschen noch. Wilder Wein. Eine der Ranken könnte ich leicht lösen. Oha. Man merkt's gleich. An mir ist eine Gärtnerin verloren gegangen. Vor allem, das wurde gar nicht angezeigt. Also man musste sich das Ding erstmal angucken. Was siehst du? Wir müssen mehr Sachen anklicken. Okay. Ja, schade. Wie Grundzeuge gesagt, dass lustiger nicht Würmer. angemarkert ist, was alles. Ja, ne? Die Leertaste. Gib mir meine Hotspots. Gebüsch. Darf in keinem Garten fehlen. Ja, Gebüsch. Und Hippies dürfen auch in keinen Garten fehlen. Ich Ja, glaube, die beiden seltenes sind mit meiner Gewächs. Vorbereitung nicht zufrieden. So? Sie sagen, ich hätte nicht bei der Länge der Seile sparen sollen. Das stimmt aber schon irgendwie, ne? Wir können nicht zurückklettern, weil du zu kurze Seile geklaut hast. Ich würde sagen gekauft, aber ich glaube, der Hippie kauft nichts. Wenn, dann knüpft er die Seile selber. Ja. Schmuel. Ich finde die Namen auch so toll. Shalom, Schmuel und Ephraim. Wir müssen eine Tür finden, die uns hinunter in den Palast führt. Das sind die jiddischsten Ägypter, die ich je gesehen habe. Es sollen doch, glaube ich, auch Juden sein, oder? Haben die nicht gesagt, dass das die Israeliten sind? Das sind doch die Juden, oder? Also, das sind auf jeden Fall die Israeliten. Ja, die Israeliten sind doch die Juden, die damals aus den, oder? Aus Ägypten raus wollten, weil die dort was schlecht behandelt wurden und so. Der Pharao wollte sie nicht ziehen lassen und dann kamen die mit ihren Flüchen an und so irgendwie Plagen, regnende Frösche, tote Kinder, so ein Zeugs. Waren das nicht die Juden? Also die Israeliten, ist das nicht das gleiche? Israel? Juden? Ich Würde glaube, ich oder? jetzt nicht drauf schwören. Ich sag mal gar nichts dazu. Und der Meister schreibt bestimmt was Gescheites wieder rein. Gleich kommt hier irgend so ein Kommentar. Ach, du scheiß Nazi, kennst den Unterschied nicht zwischen Jude und Israelit? Ja, eben drum sag ich Denke ich mir, nicht. oh Gott, ja, calm down. Beide kommen aus Israel, oder? Wir müssen eine Tür finden, die Komm, uns wir hinunter in wechseln den das Palast Thema. führt. Okay. Ich nenne sie Okay. trotzdem einfach nur Kiffer und Hippies, okay? Das passt auf jeden Fall. Damit haben wir nichts Nicht Falsches dann verzagen, gemacht. die Revolution wird siegreich sein. Dein Wort in Oh des ja. Pharaos Ohr. Der Meister schreibt direkt sofort canceln. Er wird gecancelt. Da gehe ich nicht lang, solange die Prinzessin im Weg steht. Wieso? Da liegt doch aber was. Das will ich einsammeln. Und die sieht sexy aus. Die müssen wir mal angucken gehen. Ja, aber da sollst du jetzt nicht hin. Irgendwie Oh, müssen wir oh, probieren. oh, oh. Die kann hier außen. Betrachte Bruchstelle, Ein Stein okay? herausgebrochen. Ja, und weiter? Warte mal. Kann man die. Was haben wir hier? Weinrebe? Verdorrte Topfpflanze. Fest, aber biegsam. Schleimig, jedoch vitaminreich. Weinrebe mit Bruchstelle? Leider kann ich sie nicht festknoten. Kannst du nicht festknoten? Mit der Topfpflanze? Was? Trockener Zweig und Topf. Ah, man kann die teilen. Kann man das jetzt? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, einfach so Wenn jemand die runterklettern. Ranke festhält, kann ich da hinunterklettern. Halt mal Kannst du bitte fest. die Ranke festhalten, damit ich daran hinunterklettern kann? Wenn's weiter nichts ist.
Oh, der kann ja tatsächlich nützlich sein. Jetzt nur Bäume festhalten, sind die Hippies noch gerade so zu gebrauchen, das, ne? Solange sie nicht wegrauchen hinterher. Die machen den ganzen Tag nichts anderes als Bäume umarmen und Bäume rauchen. Okay. Oh Gott. Oh! Oh, wo sind wir jetzt? Der Stein. Mach dir ein bisschen Angst. Noch. Nimm Frucht. Die Frucht ist noch ziemlich unreif. Du bist unreif. Zu hoch oben. Genau. Zu hoch oben. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Na gut. Oh. Diese klare Nachtluft. Mein Herz wird leicht. Ich muss an meinen Helden denken. Asil, der Mann, der auf mich wartet. Was? Was? Asil? Asil, mein Held und Retter. Ich bin doch die viel bessere Partie für ihn. Nicht diese tapsige Tara. Die kann er doch sowieso nicht leiden. Stimmt irgendwie. Siege. Ich werde diese klare Nachtluft noch ein Weilchen genießen. Und von meinem Helden träumen. Aha. Dann müssen wir jetzt mehr. Also, ich weiß nicht, also. Die ist auch nicht ganz klar im Kopf da oben, ne? Aber die wäre mir schon ein bisschen lieber als die Tara, muss ich sagen. Die Tara ist einfach irgendwie. An zwei Übeln ist das die bessere Option. Ja, genau. Betrachte Fledermausmist. Oh, ruft mal Ace Ventura. Fledermaus, kann man das nehmen? Nee, nur betrachten. Die Fledermaus hat sich nicht gerade um Sauberkeit bemüht. Man kann die Fledermaus nehmen. Oder auch nicht. Was haben wir denn mit? Zumindest ist sie Holz hochgeflogen. Fackel. Dirk, was für eine Verschwendung, die ganze Nacht das Licht anzulassen. Na echt, ey. Was für eine Verschwendung, die ganze Nacht das Licht anzulassen. Jemand, mit dem man es sich lieber nicht verscherzen sollte. Können wir eventuell Topf mit Scheiße? Das wird nicht funktionieren. Gucken wir aus. Ast mit Scheiße? Das scheint nicht zu funktionieren. Die unreife Frucht reifen in der Scheiße. Das scheint nicht zu funktionieren. Dirk, das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ah, jetzt aber der Dings funktioniert. Ah, der brennende Zweig. Kleines Licht, das die Nacht erhält. So, was machen wir jetzt mit dem? Jetzt mit der Kappe. Na, jetzt reden wir mit dem brennenden Busch, weißt du? Und tun so, als wären wir Moses. Ah, okay. Keine Ahnung. Der Fledermausmist brennt. Na also, geht doch. Die klare Nachtluft. Gedreht und weht vom Nil herüber. Ah, okay. Jetzt stinkt's, ja. Das sagst du immer. Er hat aber recht. Diskutieren die Hippies da hinten jetzt gerade? Was machen die? Mein Couscous verklebt aber immer. Die diskutieren? Haben die nichts Besseres zu tun? Die wissen doch, wir dürfen nicht gefunden werden. Die stehen da hinten rum und quatschen. Sind die bescheuert? Ich sag doch, Hippies sind so nicht zu gebrauchen. Ja. Die haben in unserer Abwesenheit wieder geraucht. Schmul! Shalom! Ephraim! Verdammt, sie hören mich nicht. Ich sag doch, nutzlose Hippies. Können wir eine Frucht hochwerfen? Also, ich hätte jetzt Lust auf... Na, probier mal. Irgendwas macht sie. Autsch. Hoppla, da war ja noch was. Lasst mich endlich hoch. Na klar. Das hat geklappt. Schön festhalten, Jungs. Ist die Frucht weg, ja? Okay. Aber jetzt können wir hier rausgehen. Warte, Tara. Nimm diese Bananenschale, falls es gefährlich werden sollte. Schmuck. Damit können wir vielleicht die Träger der Sänfte des Pharao zum Ausrutschen bringen. Aber was soll mir die Schale im Palast helfen? Man kann nie wissen. Es ist immerhin unsere einzige Waffe. Ah, oh, das ist traurig, oder? Mhm.
Es ist unsere einzige Waffe. Wir haben nur Bananen. Eieiei, betrachte Statue, die eine gefälschte Szene zeigt. Das nenne ich mal eine Verdrehung der historischen Tatsachen. Die Fledermaus hängt in der Nähe der Fensterklappe. Ah, betrachte Klappe. Eine kleine Klappe. Okay. Oben befindet sich eine kleine Klappe. Vielleicht gibt es irgendeinen Mechanismus von innen, dass man diese Klappe öffnet. Das könnte sein. Nimm Meister Ra Putzmittel. Oh, wow. Meister Propper. Meister Ra. Voreilig getürmt. Vermutlich wurde er beschimpft. Elefantenkopf. Das ist ein Elefantenkopf, der als Abflussrohr funktioniert. Nanu, habe ich da gerade eine Stimme gehört? Da ist er ja wieder. John Cleese. Mhm. Der spielt hier echt viele Rollen. Im ersten Teil waren es mindestens zwei, wenn nicht sogar drei. Ich weiß gar nicht mehr. Okay. Ja? Der Typ von Monty Python halt. Ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Ich nehme eine Flasche. Haben sie gut eingekauft. Nimm Champagnerflaschen. Alter, hier eisgekühlte Champagnerflaschen. En masse. Ja, da kannst du dich richtig zudröhnen. Kann man da was runtergießen? Bringt das was? Weil hier Abflussrohr gesagt wurde? Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Könnten reingehen oder erstmal nach unten gucken. Ich glaube, runter können wir nicht. Runter. Ja. Sie würden mich sofort entdecken. Hm. Ja, dann gehen wir mal rein, ne? Ziemlich kitschig eingerichtet. Wassermark, schreibt der Mark. Hallo Mark! Mensch, wie geht's dir? Das ist der Mark vom Tap Titans 2 Support. Ja. Ah, sehr schön. Hallo. Ja, schaut hier ab und zu mal rein, finde ich lustig. Das ist nett. Ist das Spiel gerade abgestürzt? Was ist hier los? Weiß nicht. Ist das gemacht? Okay, da ist es wieder. Ich habe bloß Wasser getrunken. Ah, ich bin noch gar nicht rein. Ich war bei der gefälschten Statue, ne? Ich komme da auch nicht rein. Kitschig eingerichtet. Also, wir haben jetzt eine Champagnerflasche. Die funktioniert mit der gefälschten Statue bei mir. Ach so? Hast du schon was rausgefunden, ja? Ja, ne? Solange du alles abstürzen lässt. Wo sind meine Items? Ah, da sind sie ja. Weiß man nicht, was man das jetzt gebracht hat. Ab mit dem Kopf! Gehässig ist er ja gar nicht, ne? Ich schon immer etwas kopflos vor. Putzmittel? Das scheint nicht zu funktionieren. Banane? Das wird nicht funktionieren. Top. Das scheint nicht zu funktionieren. Top auf Statue. Das wird nicht funktionieren. Okay, was sollen wir dann mit dem Kopf? Weiß nicht. Die Fledermaus dazu. Gar nichts, das war nur so ein kleiner Gag wahrscheinlich am Rande. Irgendwie die Fledermaus dazu bringen, auf den Kopf zu kacken? Ich glaube, das bringt uns das nicht wirklich weiter. Das scheint nicht zu funktionieren. 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 Scheint, das kämen wir da oben nicht mehr wirklich weiter. Das scheint nicht zu funktionieren. Ob wir nochmal runtergehen können und mit dem Putzmittel jetzt vielleicht die Fledermaus-Kacke wegmachen können? Du kannst nochmal. Probier nochmal den Elefantenkopf, ob da was geht. Achso, du kletterst runter. Ich kletter gerade runter, ne? Okay. Der Grillensound, ist der zu laut? Weil der Meister schreibt gerade so: Boah, dieser Grillensound. Er ist etwas nervig. Können, was ist. Das sind die Geräusche, ne? Würde ich mal sagen. Mhm. Wir probieren es mal so. Ein bisschen leiser, ne? Ja, Grillen sind allgemein nervig. So, Meister Popper.
Geht das nicht? Der Gegner scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ach hier, Abflussrohr. Das scheint nicht zu funktionieren. Abflussrohr reinigen. Das scheint nicht zu funktionieren. Mist. Eine Banane ins Abflussrohr. Das scheint nicht zu funktionieren. Einstein flutscht besser. Naja, weiß nicht. Oder verstopft es halt besser. Wie bei Beverly Hills Cop, ja, da steckt der Axel Foley auch die Banane in den Auspuff des Autos und dann konnten die den nicht verfolgen. Das Abflussrohr ist zerbrochen. Keine Ahnung, was das hier mit so schlimm bei nur einem Regentag im Jahr. Was das hiermit zu tun haben soll, aber keine Ahnung. Bananenschale, komm. Das wird nicht funktionieren. Mensch, du. Also ich bin jetzt gar nicht runter. Du hast weiter was oben gemacht? Ich bin oben und du kannst durch dieses Rohr mit Wächter reden. Man kann mit dem reden? Ein Elefantenkopf da an der Ecke. Schön festhalten, Jungs. Aha. Anscheinend hört man meine Stimme durch das Abflussrohr. Ach so. Hallo? Schon wieder. Ich höre schon wieder Stimmen. Stimmen. Warum peinigt ihr mich? Ich bin dein Gewissen. Hast du mir irgendwas zu beichten? Jetzt kommt's, ganz schmutzige Beichte. Ich bin dein Gewissen. Hast du mir irgendwas zu beichten? Beichten? Ich? Nicht, dass ich wüsste. Außer vielleicht das mit dem Steinschere-Papier spielen. Wieso? Nein. Was ist denn damit? Ein Glücksspieler. Mein einfältiger Kumpan hier, der hat das Spiel noch nicht so recht geblickt. Er kennt nur den Stein. Und somit kann ich ihn immer besiegen. Deshalb verliert er immer und muss der dämlichen, Verzeihung, hochwohlgeborenen Pharaos Tochter ihre Wünsche erfüllen. Der dämlichen Tochter. Mhm. Aha. Hast du nicht noch schmutzigere Dinge zu beichten? Das mit der Damenunterwäsche geht nun wirklich niemanden was an. Oho. Okay. Hallo? Schon wieder. Ich höre schon wieder Stimmen. Stimmen. Warum peinigt ihr mich? Deine Sandalen stinken zum Himmel. Du solltest sie mal wechseln. Was? Ich habe mir die Füße schon letzten Monat gewaschen. Warum echt, ey? Hallo? Schon wieder Stimmen. Gut, gut. Also ich glaube, wir müssen ihn mal irgendwie verlieren lassen, ne? Damit er irgendwie abhaut oder so. Aufgaben erledigt. Ich bin da. Beichten. Oh. Wieso? Naja, er kennt. Deshalb verzeihen. Also, lasse deinen Freund gewinnen, oder? Ja, probier mal das. Sage ich dir, lass deinen Freund gewinnen. Werdet ihr stimmen mich dann in Frieden lassen? Oh, was ist da los? An anonymous viewer has gifted one subs to viewers. Wow, danke schön. Ein anonymer Zuschauer hat einen Sub gegiftet. Und der geht an Shadow Lilith. Dankeschön, freue ich mich ganz toll. Und freue ich mich auch ganz toll für Shadow Lilith. Keine Werbung mehr für sie. Oh, Dankeschön. Ne? Aber sicher, wir lassen dich dann in Ruhe. Aber sicher. Na gut, dann werde ich das nächste Mal die Schere spielen, anstatt das Papier. An Anonymous Gifter. Interessant, ist das ein Name? Heißt der Zuschauer so oder wollte der Zuschauer einfach bloß anonym bleiben? Ich wette, das war Marc. Der hat das letzte Mal auch was gegiftet. Da kann ich mich nicht so gut aus. Marc, falls du das warst, danke. Da gehe ich nicht runter. Sie würden mich sofort entdecken. Ziemlich kitschig eingerichtet. Got to run. Thanks, friends. Ich wette, er war's. Anscheinend du kannst nur eine Champagnerflasche wieder nehmen. Ich nehme eine Flasche mit. See you later, Mark. Thanks for watching. So, eine Champagnerflasche haben wir noch. Bringt das noch was, hier nochmal zu reden? Ein ich weiß nicht, probier mal. Kommen andere Optionen jetzt? Ich sollte etwas anderes versuchen. Nee, geht nicht mehr. Sch-
Schampeflasche. Was ist mit der... Warte, da war doch noch was vorne. Was war mit der Klappe? Da geht auch nichts. Wollte ich gerade probieren, ob ich entweder die Fledermaus oder die Klappe treffen kann. Jetzt fliegt die Fledermaus rein. Okay. Und jetzt muss einer von denen helfen gehen. Eine Fledermaus? Oh Mann. Und normalerweise würde der Dumme hingehen müssen. Welcher von denen? Achso, der Dicke. Der kleine Dicke, ne? Hey, diesmal habe ich gewonnen. Aber weil wir das umgedreht haben, geht der Kompetente. Und an dem Dummen können wir uns wahrscheinlich leichter vorbeischleichen. Keine Sorge. Wahrscheinlich. Macht Sinn. Oh, so ein starker Mann. Willst du nicht ein wenig bleiben? Nun ja, wenn es meine Pflicht ist. Das ist eine Hure! Wo bleibt er denn? Ja, die will den Asyl haben, aber begnügt sich erstmal mit dem Wächter, ja. Da brauchst du nur jemanden zum Reden. Ich weiß ja nicht. So, wir sind im Palast. Was wollten wir im Palast? Ich habe keine Ahnung. Die wollten einbrechen, um irgendeinen Schabernack zu treiben, oder? Nee, wollten die nicht was klauen? Das kann auch sein. Betracht die Küche. Was war doch? Das war gestern, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh Mann, wir haben das Ziel aus den Augen verloren. Benutze Vorhang. Vorhang auf. Sesam, öffne dich. Ein Stein da. Da kann man da durchlaufen. Vorhang Nummer 2. Vorhang auf. Ah, dann ist es wohl doch die Nummer 3. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Vorhang auf. Ja, es war Tor Nummer 3. Bratenwender. Na, immer her damit. Ihr liebstes Werkzeug. Die Olga! Oh, Olga da. Warum liegt die im Palast? Wenn sie nichts mehr in der Hand hat, wird sie bestimmt wach. Nicht. Nimm die heiligen 10 Kochverbote. Was sind die 10 Kochverbote? Das will ich jetzt wissen. Du sollst nicht kochen, schmutziges Essen. Du sollst nicht nehmen eine feuchte Grundlage. Warum denn nicht? Eine feuchte Grundlage? Ein feuchter Tag. Wie ist das gemeint? Ja, das ist eine gute Frage. Was meint ihr mit feuchter Grundlage? Ein Teig ist flüssig? Ist feucht? Oder meint ihr den Untergrund, auf dem man arbeitet? Hm. Mir nicht ganz klar, was sie damit meint. Du sollst nicht vertrocknen lassen, die saftige Speise. Boah, macht Sinn, ne? Du sollst nicht nehmen vom fauligen Fleisch. Ja, richtig. Also hier kein Gammelfleischskandal, ja? Das geht gar nicht. Du sollst nicht vergessen, in Demut zu trauern. Was? Mhm. Weil du das arme Schaf geschlachtet hast, oder was? Wer weiß. Du sollst nicht übertreiben mit der Gurke. Hast du gehört, Mary? Übertreibt man nicht immer so mit der Gurke, ja? Ich muss gerade sagen, das wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren. Gurke lassen wir in Ruhe. Du sollst nicht vernachlässigen die Gesundheit. Du sollst nicht vergessen die Schärfe, da stimme ich zu. Ja, ich esse sehr, sehr gerne scharf, richtig schön scharf. Das darf immer schön ran. Du sollst nicht rühren deines nächsten Topf. Ja, macht auch Sinn. Also viele Köche verderben die Suppe, ne? Oder versalzen die Suppe, ne? Sagt man doch, ne? Weiß ich nicht. Ich mache nichts in der Küche. Kennst dich nur mit Gurken aus, okay. Gut. Ich habe dazu nichts gesagt. Du sollst nicht vergessen den feinen Geschmack. Ja. Oh, okay. Das sind die 10 Kochverbote. Okay, und die drücken wir da jetzt in die Hand, oder?
Probier mal, was geht. Schlüsselbund wegnehmen geht auf jeden Fall nicht. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Du musst ja auch doppelt probieren, weil du kannst einmal mit Olga probieren und einmal mit Schlüsselbund, ne? Das scheint nicht zu funktionieren. Ja. Das wird nicht funktionieren. Okay, hat also nichts davon geklappt. Unglaublich. Bürgerbraterin Olga wurde zur Palastköchin befördert. Sie hatte sich erschlagene Argumente zur Hand. Ich will Palastköchin werden, stand sie da, ist mit der Faust. Schlagende Argumente. Interessant. Irgendwie gar nichts. Wenn sie nichts mehr in der Hand hat, wird sie bestimmt wach. Ja, wir müssen ja irgendwas in die Hand drücken. Also deshalb dachte ich ja, ein Bratenwender oder sowas. Oder diese Kochverbote, Gebote, was auch immer. Mhm. Aber anscheinend nicht. Müssen wir erst noch was anderes finden oder was kombinieren hier? Das scheint nicht zu funktionieren. 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 Ich glaube, das funktioniert nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Die Allzweckwaffe von Olga, der katzenhassenden Köchin. Ja, aber hätte gerade gedacht, dass der Bratenwender für die so natürlich, sich so natürlich in der Hand anfühlt, dass man ihr das Ding einfach im Schlaf reinstecken kann und dann den Schlüssel wegnimmt. Nee, vielleicht müssen wir noch was anderes finden, wenn das nicht funktioniert. Das wird nicht funktionieren. Komisch. Da müssen wir noch ein bisschen rumlaufen. Zumindest haben wir jetzt einen Bratenwender. Gehen wir in den Thronsaal mit dem Bratenwender. Dann haben wir auch schlagende Argumente. Genau. Und die Kochverbote haben wir auch. Vielleicht müssen wir hier irgendwas kochen. Oder jemanden einfach eine drüber braten. Drüber ziehen. Was gibt's denn hier überall alles? Ach, das ist hier, genau, der Thron. Diese Fallgruben. Mhm. Da vorne ist ein Wächter. Ob wir mit denen reden sollten? Wahrscheinlich nicht, ne? Vielleicht, warum? Schaden kann's ja nicht. Vielleicht erfahren wir irgendwas. Wenn nicht, können wir immer noch weiter suchen. Ja, solange er uns nicht rausschmeißt. Ach so, meinst du? Aber. Wer bist du? Und warum schleichst du des Nachts durch den Palast? Ich schleiche gar nicht. Bin ganz normal gelaufen. Ich wollte mir die Beine vertreten. Ist das etwa verboten? Aber ja. Sicher ist das verboten. Echt? Also raus hier, marsch, marsch. Ernsthaft? Ah, du schon wieder. Wer warst du doch gleich? Deine Mutter. Ich bin die neue Küchenhilfe. Ich bin die neue Küchenhilfe und wollte die Fischgräten wegräumen. Dafür verlange ich stichhaltige Beweise. Zum Beispiel ein leckeres Couscous-Gericht. Das dürfte dann ja nicht zu viel verlangt sein. Wo soll ich hier kochen? Wo ist die Küche? Da konnten wir doch vorher nicht rein. Das war bevor wir zu Olga sind. Durch die Vorhänge. Ekliger geht's ja wohl kaum noch. Also ich habe jetzt Fischgräten. Wozu soll ich denn überhaupt noch was beweisen? Ich habe die Fischgräten schon. Aber okay. Der Gärtner hat ganze Arbeit geleistet. Können wir hier eigentlich diese Fallgruben öffnen? Warum hast du mit dem geredet? Ich habe noch einen metallenen Ring. Warum hast du keinen? Laut, wenn ich ihn jetzt benutze. Oder hast du den schon benutzt? Ich habe noch keinen, ne? Aber es ist sicher zu laut. Aber ich war nur oben bei dem Wächter. Hast du nicht alle Optionen durch mit dem Reden? Nö, noch nicht. Ich dachte, ich gehe jetzt erstmal irgendwo kochen. Mann, ich habe noch einen metallenen Ring. Ich warte noch immer auf einen leckeren Beweis, du angebliche Küchenhilfe. Kommt sofort. Guck mal, da auf dem Thron ist doch so ein metallener Ring. Ach so, okay. Mensch, was du alles siehst. Vielleicht können wir das der Olga in die Hand quetschen. Das könnte...
Ich glaube, die Fische werden es wohl nicht sein. Und das andere haben wir schon alles ausprobiert. Ich gebe ihr die Fischgräten. Die olle Olga. Unglaublich. Bürgerbraterin Olga wurde. Ja, hat ja ungefähr die Form wie so ein Schlüsselbund, ne? Sie hatte sich erschlagen. Wow, das hat geklappt. Ist komisch animiert. Also, ich glaube, es sollte eigentlich so darstellen, dass die diesen Schlüsselbund die ganze Zeit greift und da so schläft, ne? Aber die Hände sind an der Seite. Es ist irgendwie falsch animiert, würde ich meinen. So, und jetzt können wir hier in die Küche rein. Und mit den Fischgräten einen leckeren Couscous machen. Ja. Der Schlüssel passt. Fischgräten-Couscous. Lecker. Kriegt man richtig Hunger dabei. Ja klar, die Kiffer, weißt du, rennen erstmal in die Küche und wollen alles auffressen. Typisch, weißt du? Restflash. Der Dreck klebt auf den Tellern. Jetzt hoffentlich müssen wir uns jetzt nicht an diese 10 Gebote da halten. Ich wette schon, dass wir das machen müssen. Was war es? Nichts Feuchtes oder irgendwas? Klebt auf den Tellern. Diese Küche erinnert mich an glücklichere Tage vor der Revolution. Meine Frau hat mir immer Couscous gemacht. Der schmeckte wie Staub, aber ich habe ihn geliebt. Das muss ein ganz spezielles Rezept gewesen sein. Okay. Eine Küche wie in meiner Kindheit. Ich war nicht immer einfach als Kind, muss man sagen. Wenn ich frech war, hat meine Mutter immer gesagt, sie werde mir den Mund mit Seife auswaschen. Okay. Kram? Nee, Kran. Okay. Der Wind haben wir einen Teller. Der Widerstand ist zu stark. Die Scharniere geben nicht nach. Die ist zu schwach. Thymian. Duftet gut. Was geht's hier noch? Lauch. Das hilft mir bestimmt nicht weiter. Wieso? War hier nicht gerade noch Basilikum? Ich hätte schwören können, ich habe gerade noch. Ach ja. In die Tasche gesteckt. Basilikum. Gut. Hier oben gibt es auch noch was, oder? Lebertran. Lecker Lebertran. Schinken. Oh, da greife ich zu. Das riecht schon ein bisschen faulig. Oh, kein fauligen Schinken nehmen. Müssen wir uns merken, der Schinken ist faulig. Gesalzenes Fleisch. Nicht mehr taufrisch. Auch nicht frisch, okay. Leckere Paprika. Das Hühnchenfleisch, mal gucken, ob das gut ist. Frisches Hühnchenfleisch. Okay, das Hühnchen ist frisch. Wer weiß, wozu man es braucht. Etwas Salz. Gurke. Schon wieder. Eine ziemlich große Gurke. Kohlkopf. Mitgenommen. Die klaut alles, was sie kriegen kann, ne? Okay. Ist das hier für ein Hebel? Haben wir alles, oder? Ja, ich glaube noch nicht. Ich habe den Topf geleert. Ah, okay. Wenn man was falsch gemacht hat, kann man alles auskippen. Herdplatte? Eine sehr heiße Herdplatte. Pepperoni. Die Schärfe nicht vergessen, ne? Scharfes Zeug. Ja, stimmt. Das stammt ja auch, glaube ich, ziemlich weit unten auf dem. Ich nehme mal diesen Löffel an mich. Einen Löffel nehme ich noch. Eine kleine Schale. Betrachte Amphore mit Öl. Ein Behälter für Speiseöl. Können wir mit der Schale gleich Öl zapfen? So, das Öl habe ich bei mir. Okay. Sägemehl. Lecker. Er
Extremköchin Tara wird was daraus zaubern. Wenn ich Soßen andicke, ne, dann nehme ich auch immer Sägemehl. Mhm. Klappt ganz gut, ne? Ja, ja, klar. Die werden dann dick. Zwiebeln. Die will ich nicht zu lange in der Tasche haben. Wieso? Zwiebeln sind geil. Ist hier noch irgendwas? Oder war was? Benutze Schneidewerkzeug. Das machen wir dann wahrscheinlich, wenn wir anfangen zu kochen. Aufzugtür. Kann man die Aufzugtür benutzen? Muss man. Verdammt! Wenn ich nur wüsste, wie diese Tür aufgeht. Wer könnte mir damit bloß weiterhelfen? Der Wächter vielleicht. Okay. Gut, haben wir überhaupt Reis? Grundzutat von Couscous ist Reis. Wo ist Reis? Oder nehmen wir dafür den Sägemehl? Gute Frage. Müssen wir gucken, ob es klappt. Eine Schale mit oben. Hm. Mal so viel im Inventar. Siehst du irgendwo Reis? Ich sehe bloß Sägemehl. Ist ja putzig. Sollen wir jetzt wirklich mit Sägemehl statt Reis kochen? Ja, ich habe noch gar nicht die kleine Schale. Wo hast denn du die her? Wo die stand die? Hier direkt neben der Amphora. Direkt daneben. Ah, okay. Ah ja, jetzt sehe ich sie. Ha. Okay. Jetzt gucken wir uns nochmal die Gebote an. Oder Verbote. Mhm. Du sollst nicht kochen, schmutziges Essen. Das heißt, man soll die Zutaten erstmal alle waschen. Das ist wichtig. Du sollst nicht nehmen, eine feuchte Grundlage. Das weiß ich noch nicht, was das bedeuten soll. Wir waschen erstmal alles, oder? Ja. Wenn es geht. Kann man den Teller waschen? Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, die Fischgrillen. Das scheint nicht zu funktionieren. Den Thymian. Das scheint nicht zu funktionieren. Den Lauch. Das scheint nicht zu funktionieren. Basilikum. Das wird nicht funktionieren. Gar nichts funktioniert. Lebertran. Das scheint nicht zu funktionieren. Schinken. Das scheint nicht zu funktionieren. Hühnerfleisch. Das scheint nicht zu funktionieren. Ach komm schon, das Hühnerfleisch müssen wir aber waschen, ja? Wo ist es denn? Da. Das scheint nicht zu funktionieren. Kann aber nicht wahr sein. Paprika waschen? Das scheint nicht zu funktionieren. Salz wäscht man nicht. Die Gurke waschen. Das scheint nicht zu funktionieren. Kohlkopf? Das scheint nicht zu funktionieren. Pepperoni? Das scheint nicht zu funktionieren. Komm schon, der Holzlöffel. Das scheint nicht zu funktionieren. Die Schale mit Öl kippe ich nicht rein. Die Sägemehl auch. Sägemehl auch nicht. Zwiebel vielleicht? Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, gut. Aber war hier noch irgendwas? Benutze Hebel. Guck mal, hier ist ein Hebel. Umgeklappt. Okay. Oh, das Wasser ist weg. Mhm. Das ist jetzt eine trockene Grundlage, oder was? Probier mal, ob du jetzt was draufstellen kannst. Das ist jetzt einfach nichts mehr, hier. Betrachte Rohr. Das Rohr führt von dem Becken zum Aufzug. Ach, zu dem Aufzug. Okay. Der Aufzug dann offen, wenn das Wasser weg ist? Nein. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Hier ist sonst nichts weiter. Auch kein Reis. Nichts. Nein. Als ehemaliger Koch muss ich sagen, hier herrscht eine ganz schöne Unordnung. Und das Fleisch sieht mir auch nicht mehr taufrisch aus. Bis auf eine Ausnahme. Ja, das Hühnchen, das sollte man nehmen, ne? Ja, na gut, dann fangen wir mal an, Gemüse zu schneiden oder so. Schneidewerkzeug. Lauch. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Basilikum. Na, wo läufst denn du hin? Das scheint nicht zu funktionieren. Was könnte man denn hier schneiden? Das Hühnchen? Das scheint nicht zu funktionieren. Paprika? Das scheint nicht zu funktionieren. Also Leute, wozu ist das Schneidewerkzeug da, wenn ich es nicht benutzen kann?
Die Gurke. Schöne kleine Scheibchen. Gut. Oh. Die Gurke kaputt gemacht. Geschnittene Gurke, ne? Man soll nicht zu große Gurke nehmen. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Okay, gut. Dann gucken wir jetzt nochmal. Du sollst nicht nehmen eine feuchte Grundlage. Das verstehe ich nicht. Das ist doch ein brodelnder Topf. Das ist doch feucht, oder? Ich weiß nicht, ob sich das auf das beziehen soll. Heiß wie arabische Nächte. Oh. Kippen wir jetzt Sägemehl als Reis rein, oder was? Sägemehl als Grundlage? Naja, wer es mag. Ist eine trockene Grundlage, ne? Keine feuchte Grundlage. Nicht kochen, siehst du? Hat funktioniert. Nicht nehmen fauliges Fleisch, also nehmen wir Hühnchen. Zartes Hühnchenfleisch hinein. Ja. Kleine Gurke. Das scheint die richtige Menge zu sein. Okay. Zwiebel? Beim Zwiebelschneiden kommen mir immer die Tränen. Ach, die Arme. Ah, Tränen, Demut, weißt du? Trauern. Mhm. Okay. Schärfe. Schön scharf ist es geworden. Und Kohlkopf, keine Ahnung warum. Das scheint nicht zu schön. Scheiße, Kohlkopf war falsch. Mist. Aber ich sehe nichts Rotes, also. Soll es nicht vergessen, warte. Löffel? So weit, so gut. Ja, irgendwas ist hier falsch, glaube ich, aber. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Basilikum war auch falsch, ja? Wie arabische Nächte. Warum auch immer. Lauch? Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Haben wir es jetzt schon ruiniert durch den Kohlkopf oder was? Nee, muss weg. Ja, muss die Reihenfolge auch. Muss alles weg. Ich glaube, der Kohlkopf hat es ruiniert. Okay. Ich habe den Topf geleert. Wir versuchen es nochmal. Wir hatten Sägemehl, das war gut. Sägemehl als Grundlage? Naja, wer es mag. Dann. Das ist der Lebertran. Ist zwar eklig, aber scheint zu passen. Scheint zu passen. Lebertran als Gesundheit. Gut. Dann die Gurke. Das scheint die richtige Menge zu sein. Die Zwiebel. Beim Zwiebelschneiden kommen immer die Tränen. So, das Hühnchen. Zartes Hühnchenfleisch hinein. Warte, bis du fertig bist. Dann koche ich nach. Schärfe. Schön scharf ist es geworden. Ja, das finde ich jetzt ein Öl vielleicht, damit es nicht vertrocknet. Ich weiß es nicht. Öl war falsch. Ich habe den Topf geleert. Ach gut, so können wir halt probieren. Ja. Ich mache jetzt erstmal die Grundlage und probiere ein paar Sachen. Sägemehl als Grundlage? Zum Beispiel Paprika. Paprika ist falsch. Ich habe den Topf geleert. Sägemehl. Sägemehl als Grundlage? Naja, wer es mag? Salz? Salz ist falsch. Zu stimmen. Ich habe den Topf geleert. Ich wusste es. Couscous schmeckt scheiße, weil da kein Salz dran ist. Ich hab's schon immer gewusst. Sägemehl als Grundlage? Naja, wer es mag? Thymian? Thymian ist falsch. Ich habe den Topf geleert. Was war denn richtig? Basilikum oder Lauch? Nichts davon, oder? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Wo bin ich denn jetzt? Ich mache immer Sägemehl und dann teste ich, ob irgendwas funktioniert und starte neue, weißt du? Okay, ich war jetzt gerade irgendwo bei einer Katze. Verdammt, wie bin ich denn da mitgekommen? Ich habe den Topf geleert. Wie bist du zu der Katze gekommen? Das ist irgendwie hinter dem Herd, über... Oberhalb an der Treppe, wo wir hergekommen sind, ist eine blöde Katze. Nee, andere Seite. Die Treppe, die wir runter sind.
Ja, und da rechts. Ja, genau da. Da rechts seitlich. Ah. Delikatessenkühlschrank. Da steht eine Katze. Polarkatze. Ein äußerst aggressives Geschenk eines norwegischen Häuptlings. Da ist bestimmt irgendwas noch mit drin, eine Zutat, die wir brauchen. Nicht mit Haut und Haaren. Ja, komm, wir haben doch Fischgräten. Ah ja, stimmt. Vielleicht funktioniert das. Nicht mit Haut und Haaren. Kann man das nicht kombinieren? Ja, aber dann gibt es ja nicht Fischgräte. Da gibt es vielleicht, muss die Fischgräte irgendwo anders hin. Das scheint nicht zu funktionieren. Aber ja, da wird vielleicht noch irgendeine Zutat drin sein, die wir brauchen. Das ist ja blöd. Ich könnte mal die Katze mit Schinken? Mit schlechten Schinken? Das scheint nicht zu funktionieren. Lauch? Das scheint nicht zu funktionieren. Können wir die großen Gurken noch irgendwo aufsammeln? Mit Haut und Haaren. Katzen haben Angst vor Gurken. Gurken? Ja, Katzen, wenn du so eine ganze große Gurke hinter eine Katze legst und die dreht sich um und die sieht die, dann erschreckt die übelst, muss man darauf achten. Die denkt dann nämlich, das ist eine Schlange. Das ist so eine Art Urangst oder Urinstinkt. Bevor die überhaupt rafft, was das ist, kriegt die erstmal diesen Panik vor der Schlange und dann vielleicht irgendwann später kapiert die, dass das eine Gurke ist. Aber du kannst die Katzen richtig gut mit Gurken erschrecken. Aber ich sehe gerade, nein, ich weiß nur, dass man Katzen Gurken geben soll, weil das schützt sie teilweise vor Krebs. Dann leben sie immer mit Haut und Haaren. Das hat alles nicht funktioniert. Was hat es denn mit dem Hebel? Das scheint nicht zu funktionieren. Dieser Kran. Der Kran. Ja, da an dem Tisch. Ja, den hatte ich auch gesehen, aber was wir damit machen sollen. Der Brenner ist zu trocken. Wir haben doch Öl, oder? Ach so. Und da passiert dann irgendwas. Er trieft nur so vor Öl. Oh. Oh, was ist denn das jetzt? Himbeeren. Lecker. Ameisen haben sich zurückgezogen. Die Ameisen haben sich zurückgezogen? Was für Ameisen? Die waren so klein, die haben wir nicht gesehen. Da kann man etwas dranhängen. Fischgräten? Das scheint nicht zu funktionieren. Ein Topf mit Fischgräten? Das scheint nicht zu funktionieren. Topf? Das scheint nicht zu funktionieren. Schinken? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich habe den Ameisen den Sack weggenommen. Interessant. Bin mir ganz sicher. Ich mache jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Mit meinem Rumprobieren. Sägemehl als Grundlage? Naja, wer es mag. Also ich glaube, Thymian ging nicht, Lauch ging nicht. Jetzt wollte ich wissen, ob Basilikum geht. Nee. Das scheint nicht zu stimmen. Gut. Also. Wir wissen. Sägemehl funktioniert. Sägemehl als Grundlage? Naja, wer es mag. Was ist mit Himbeeren? Gehen die? Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Das kann man gar nicht erst machen, ja? Das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Ah, das ist doch wenigstens gut. Also Gurke. Scheint die richtige Menge zu sein. Zwiebel. Zwiebel schneiden kommen mir immer die Tränen. Peperoni. Schön scharf ist es geworden. Kein Kohlkopf, kein Salz. Hühnchenfleisch. Hühnchenfleisch hinein. Keine Paprika, kein Pökelfleisch, kein Schinken. Lebertran. Ist zwar eklig, aber scheint zu passen. Kein Basilikum, kein Lauch, kein Thymian. Fischgräten weiß ich nicht. Den feinen Geschmack. Der feine Geschmack, das ist dann das, was hinten in dem Kühlschrank sein wird, ne? Mhm. Nicht Schmutziges. Ich muss Putzmittel reinmachen. Sauberer geht's nicht.
Okay. Jetzt müssen wir uns saftig nicht rühren deines nächsten Topf. Das verstehe ich nicht ganz. Wenn ich den jetzt rühre, ist er dann ruiniert oder was? Das steht ja des nächsten. Das hat ja schon mal geklappt, okay. Ja, hat geklappt, okay. Deshalb musst du wahrscheinlich den ersten Topf wegkippen. Den allerersten. Mhm. Saftige Speise, eventuell die Banane? Ist die saftig? Mhm. Sicher nicht. Nee. Also es fehlt noch irgendwas, was es saftig macht. Und es fehlt noch das Feine, was die Katze bewacht. Okay, dann fehlen uns also noch zwei Zutaten. Das scheint nicht zu funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Hm. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Was sollen wir denn mit dem Haken machen? Das scheint nicht zu. Da kann man etwas dranhängen. Ja, schön, aber was? Wie kann man den dann dranhängen? Kann ich nochmal Öl holen? Nö, ist weg. Nicht mehr da. Das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Liegt hier noch was? Salz? Hm. Hier irgendwie was mit diesem Hebel? Ja, Hebel. Na da, kannst du da was hinmachen? Das wird nicht funktionieren. Ich kann aber das Wasser halt jetzt wieder runter. Aber was bringt mir das? Das wird nicht funktionieren. Hm. Himbeeren, was soll ich mit Himbeeren? Das scheint nicht zu funktionieren. Behalte das mal lieber. Was soll ich denn damit? Wenn ich das wüsste. Hm. Wenn wir nochmal zurückgehen. Also hier draußen ist der Wächter. Nochmal Champagner mitnehmen vielleicht. Ja, vielleicht geht's auch ein drittes Mal. Zweimal hat's ja geklappt. Ich nehme eine Flasche mit. Okay. Der Champagner macht saftig? Vielleicht. Ist hier oben vielleicht auch, Moment. Hier oben. Nee. Das scheint nicht zu funktionieren. Nee. Kann ich die Champagnerflasche benutzen, um die Katze einfach abzuschießen? Vielleicht. Das scheint nicht zu funktionieren. Willst du Himbeeren? Das scheint nicht zu funktionieren. Was könnte die denn haben wollen? Paprika. Das scheint nicht zu funktionieren. Kohlkopf. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Salz, um diesen Teufel auszutreiben. Keine Ahnung. Lebertran. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Komm, jetzt hör doch auf, ey. Das wird nicht funktionieren. Ich bin irgendwie gerade gar nicht. Das scheint nicht zu funktionieren. 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 Der Topf, in den die Topfpflanze gepflanzt war. Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Myself, hast du vielleicht einen Vorschlag? Oder einen Hinweis? Verkrusteter Dreck klebt auf den Tellern.
Das scheint nicht zu funktionieren. Hier, Leute, besauft euch. Behalte das mal lieber. Was kann man denn an den Haken hängen? Was sollte das mit den Ameisen? Das habe ich gar nicht verstanden. Ich habe weit und breit keine Ameisen gesehen. Jetzt könnte sich ja einer von denen mal hier dranhängen. Dann aktivieren wir den Hebel wieder und dann wird der ja hier hinter die Fahrstuhltür befördert. Und könnte uns da weiterhelfen. Weißt du? Aber nee, ich glaube, das machen die nicht. Nee, ne? Dann wären die ja produktiv. Dann wären die ja hilfreich. Eben. Sonst haben wir nichts, was wir noch betätigen können. Verdammt! Wenn ich nur wüsste, wie diese Tür aufgeht. Wer könnte mir damit bloß weiterhelfen? Der Wächter halt irgendwie, ne? Als ehemaliger Koch muss ich sagen, hier herrscht eine ganz schöne Unordnung. Und das Fleisch sieht mir auch nicht mehr taufrisch aus. Bis auf eine Ausnahme. Diese Küche erinnert mich an meine... Das muss ein... Eine Küche? Ich... Wenn ich... Auch nichts Neues. Erzähl nur das Gleiche immer wieder. Wir haben so viele Items, ja? Ja. Und kommen einfach gar nicht weiter. Ja, welches mit was benutzen? Vor allem, es ist fast fertig. Wir müssen es nur noch irgendwie saftig bekommen. Weiß ich nicht, nicht vertrocknen lassen. Und den feinen Geschmack halt noch holen, ne? Delikatessenkühlschrank. Aber wie kommt man an der bösen Katze vorbei? Ich hätte halt gedacht, irgendwas mit den Fischgräten. Eine vom Pharao abgenommene Fischgräte. Katze und Fisch passt ja, aber wie? Was Scharfes dran machen. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich kann doch jetzt nicht jedes Item mit allen kombinieren, bloß so auf gut Glück. Das wird nicht funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Warum habe ich halt diese Schale wieder zurückbekommen? Normalerweise, wenn man ein Item nicht mehr braucht, dann geht es ja kaputt oder wird liegen gelassen oder irgendwas, ne? Wir haben die Schale mit Öl gefüllt, das Öl benutzt, können sie nicht nochmal mit Öl füllen und haben die Schale aber trotzdem immer noch übrig. So, irgendwas muss die jetzt gut sein. Ja, und du kannst aber nicht rein in die Suppe, passt das nicht, das Öl, oder? Nee, das ist ja schon raus, das Öl. Das Öl ist hier auf den Hebel benutzt worden. Da brauchen wir die Schale für noch irgendetwas. Weißt du, jetzt ist es halt da hinten. Wenn ich da irgendwas dranhänge... könnte mir das was bringen. Ich wüsste, wie man diese Tür öffnet. Das Rohr führt von dem Becken zum Aufzug. Wenn ich irgendwie einen Behälter an den Haken hängen kann und dann durch das Wasser rein lasse, dann den Behälter befülle mit Wasser, bringt mir das irgendwas? Nee, ne? Geht ja auch nicht. Ich glaube auch nicht. Also hier hängt das Ding, ne? Okay. Und du meinst, dass wir da irgendwas dranhängen müssen? Wir müssen ja irgendwas müssen wir auch an den Haken hängen, aber ich weiß nicht was und wie. Und den Fisch, damit wir die Katze da reinlocken. Geht auch nicht. Hab ich ja probiert. Dann lese ich ein. Guck mal, aber hier ist noch ein Haken. Wo? Hier, der Haken. Da kann man etwas dranhängen. Da vielleicht dann den Fisch. Was passiert denn mit diesem Haken, wenn wir das Ding aktivieren? Das scheint nicht zu funktionieren. Wo geht der hin?
Achte mal, versuch mal drauf zu achten. Dieser Haken, ne, dieser Haken, der geht hier dann hinter die Tür, ne? Genau. Aber wo geht dieser Haken hier hinten hin? Nochmal. Der landet irgendwo hier vorne, ne? Ja, ja, der ist... Hier. Da ist er doch, genau. Da kann man etwas dranhängen. Ah. Okay, was bringt... Dranhängen. Oh, was bringt uns das? Das scheint nicht zu funktionieren. Das scheint nicht zu funktionieren. Die Ameisen sind zurück und holen sich neue Beute. Da kann man etwas dranhängen. Himbeeren drangehängt, okay. Ich habe jetzt die Himbeeren, die da hinten waren, ne, an dem Haken, ja, ist an den anderen Haken gehangen. Ich sehe es. Aber jetzt müssten ja hier Ameisen sein, ne? Was bringen die uns? Das würde mich mit Haut und Haaren treffen. Die Ameisen sind jetzt hier. Mhm. Was bringt uns das? Ich will irgendwie die Ameisen quasi auf die Katze locken. Na? Ja, aber die Ameisen würden ja dann nach Himbeeren riechen. Ich meine, da springt jetzt keine Katze drauf an, oder? Ich will, dass die Ameisen auf die Katze gehen. Und dass die dann halt, keine Ahnung, ein juckendes Fell bekommt und wegrennt oder sowas. Keine Ahnung. Das scheint nicht zu funktionieren. Aber wie mache ich das? Wie locke ich die Ameisen zu der Katze? Die Ameisen haben sich zurückgezogen. Hab's. Tu mal den Fisch in die Himbeeren. Den Fisch in die Himbeeren? Das wird nicht funktionieren. Das geht nein, nicht. Wenn er am Haken hängt. Ach so. Die Ameisen sind zurück und holen sich neue Beute. Mein Gott. Muss ja echt alles ausprobieren. Echt, ey, oder? Zufall basiert. Mal echt, ey, oder? Das ist ja Wahnsinn. Wie, die hat das jetzt die Suppe ruiniert. Irgendwie Katzenhaaren reingefallen oder so. Nein, ich muss nicht. Eine solide Tür, um die Kälte drin zu behalten. Kalt. Oh, noch mehr Champagner. Nimm Lärchenzungen. Lärchenzungen. Also von dem Vogel? Oder... Was war denn unser letztes Wort? Schon ein bisschen eklig. Feiner Geschmack, Lärchenzungen könnte sein. Otternasen. Ich schaue lieber nicht genau hin. Wolf. Was? Wolfs? Wolfs Zitzenchips. Chips aus den Zitzen von Wölfen? Also, wenn das nicht dekadent ist, weiß ich auch nicht. Das sind getrocknete Wolfstitten? Man munkelt, der Pharao kriegt jeden Tag einen Block Eis aus Finnland geliefert. Wahnsinn. Aber nehmen konnten wir nur das, diese Lärchenzungen. Nur die Lärchenzungen, ne? Aber okay. Wie halten wir es saftig? Das ist jetzt die Frage, ne? Das fehlt noch irgendwie. Das wird nicht funktionieren. Wir dürfen es halt nicht austrocknen lassen, wie auch immer. Also Lärchenzungen rein. Bah, da schaue ich lieber nicht genauer hin. Das Tüpfelchen auf dem I. Ja, und jetzt? Mit dem Teller ran, oder? Irgendwie riecht's komisch. Jetzt habe ich einen Teller. Mieses Couscous-Gericht. Weil noch irgendwie was fehlt, ne? Mhm. Nicht vertrocknen lassen. Noch irgendwie Wasser dran kippen oder was? Warte mal. Ja, Wasser, aber wie sollen wir das transportieren? Wir haben doch gar nichts. Doch, wir haben die Schale noch. Wir haben den Krug, aber... Aufgefüllt. Okay. Welchen Krug? Die Vase. Was ist jetzt die Vase? Ja, die hatten wir schon die ganze Zeit. Ganz am Anfang, die Topf. Warte. Ganz am Anfang hatten wir den Topf, den wir aufgeteilt hatten in Zweig und Vase.
Stimmt. Wasser muss natürlich dazu. Wasser, und jetzt müsste es fertig sein. Ja. Das scheint nicht zu funktionieren. Wie werde ich jetzt das miese Couscous-Gericht erstmal los? Also irgendwie ist mir das nicht besonders gelungen. Scheiße, hier vielleicht, Moment. Hier vielleicht. Nee. Ein Teller vielleicht? Wir hatten doch einen blöden Teller. Ja, aber ich hab doch schon das falsche Gericht auf dem Teller. Wie kriege ich das runter? Sauber. So, abwaschen. Ah. Ich musste erstmal wieder abwaschen, weißt du? Und jetzt kann ich das richtige Gericht draufladen. Duftet herrlich, nur weil ich ein bisschen Wasser dazu getan habe. Duftet herrlich. Da war doch die ganze Zeit schon Wasser drin. Aber gut, wir haben es geschafft. Wir haben das Couscous geriecht. Aus Sägemehl. Wollte ich jetzt nur nochmal anmerken, ja? Nicht aus Reis, aus Sägemehl. Okay. Und Putzmittel. Bäh. Aber die kleinen Gürkchen. Ich warte noch immer auf einen leckeren Beweis, du angebliche Küchenhilfe. Es gibt da in der Küche übrigens ein Problem mit der Aufzugstür. Ja, wie immer. Da schaue ich mal nach, wenn ich davon überzeugt bin, dass du eine Küchenhilfe bist. Okay, dann nimm. Das scheint nicht zu funktionieren. Nimm und friss. Friss und stirb. Gaumenschmaus oder Gaumengraus? So etwas Leckeres habe ich ja lange nicht mehr gegessen. Die Köchin macht uns Wachen sonst nie so tolle Gerichte. Schön. Könntest du mir jetzt bei dem Aufzugsproblem helfen? Aufzug? Na sicher. Einmal dagegen treten. Ein ordentlicher Tritt und die Tür ist offen. So, ich sehe gerade im Chat, fragt jemand. Dafür habe ich hier stundenlang gekocht. Im Chat fragt jemand, der Kililas oder die Kililas, spielst du noch Tap Titans? Ja, spiele ich jeden Tag. Ich spiele es halt privat. Ich streame es nicht wirklich viel. Also ab und zu mal mache ich ein kleines Video dazu. Aber ja, jeden Tag. Ich bin im Nummer 1 Weltclan, T2AC. Nur mal so. Als Eigenwerbung. Ich habe ja selten eine so umständliche Konstruktion gesehen. Brauchst du da Hilfe mit irgendwas? Oder war jetzt die Frage? Ich habe ja selten eine so umständliche... Da bewegt sich nichts. Dem Aufzug scheint Antriebs... Ich habe ja selten eine so umständliche Konstruktion gesehen. Ach so. Wahrscheinlich deshalb. Umgeklappt. Ich freue mich ja so, dass bei Tap Titans die Master Tier Season jetzt gleich zu Ende ist. Und dann geht das wieder ein bisschen entspannter los. Die nächsten paar Wochen haben wir dann eigentlich gar keine Raids mehr. Die sind in einem Tag vorbei. Ja, jeder. Meister schreibt, ja, jeder, der Tap Titans 2 spielt, braucht Hilfe. Ist ein schönes Spiel, mir macht Spaß, aber ja, es geht viel Zeit rein. Deshalb bin ich auch meistens hier immer so ein bisschen im Discord mit aktiv, weil ich da ein bisschen den Clan so verwalten muss. Und wenn da einer was schreibt, dann gucke ich mal kurz rüber, schreibe kurz und dann geht's weiter. Du bist jetzt bei 117.000 MS. Naja, da... Ich weiß nicht, was ich da groß zu sagen soll. Sehr, sehr viel grinden und leider muss man auch wahrscheinlich Geld reinstecken. Also, ich selber bin gerade auch noch nicht auf Cap. Ich bin bei 157 oder 58.000. 160.000 ist gerade das Maximum. Ich bin selber nicht auf Cap. Es ist jetzt einfach nur noch ein endloses Gegrinde und Turniere gewinnen. Und vielleicht ab und zu mal ein kleines Bundle kaufen. Geliefert vom arabischen Botschafter, offizieller Sponsor des Endspiels. Wir sind am Ziel.
Ist halt leider so, dass das Spiel, dass man entweder sehr, 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 sehr lange schon spielen muss oder viel Geld reinstecken muss. Oder teilweise beides. Da. Das ist leider so. Stimmt's, Mary? Du spielst es doch auch. Ja, Auch. leider. Aber du bist auf Cap, ne? Ja. Ja. Weil du mehr Geld reingesteckt hast als ich. Darüber reden wir nicht. Ja, ich hätte Da bestimmt ein neues steht, Auto haben können Elite vom mittlerweile. arabischen Ja, genau, wie der Meister Botschafter sagt, du und brauchst Mitglied mehr des Sponsors Base-Stats des Endspiels. und die kriegst du halt Wir über sind am Ziel. Zeit, über Turniere, über Rewards oder durch Geld. Oder beides. Ne? Das Wichtige ist auch, dass du in einem guten, aktiven Clan bist, da auch ordentlich ja, jede Woche halt die Raid-Rewards reinholst. Und ich bin jetzt verwirrt, wo geht's hier lang? Wo bist denn du überhaupt? Da bin ich Ich gar nicht. habe Ich den bin noch Fahrstuhl in diesem. benutzt. Was? Ich bin noch in diesem Aufzug. Du Und musst der den. Hebel funktioniert Du nicht. musst das Wasser umstellen. Du kannst entweder Geschirr spülen oder den Fahrstuhl benutzen. Nicht beides gleichzeitig. Ah, okay, warte. Ist wasserbetrieben, weißt du? Also Wasser ausstellen. Wir sind alle free to play hier oder meinst du free to pay?